Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drakensang. Ja, in der letzten Folge sind wir in Talon angekommen, beziehungsweise im Gebiet um Talon herum. Weil wir müssen erstmal uns durch ein paar Gobbos durchschlagen, die den Weg nach Talon blockieren. Und da sind jede Menge Goblin-Schützen und Schweine dabei. Und Goblin-Schützen benutzen auch noch Gift. So, klär das halt ich am besten mal selber. So, hier ist die Bogenschützen. Ah, schon wieder Waffengift auf Vorgrim. Aber ja, die Fernkampf-Goblins, die können nichts, sobald wir. Das bin ich. Zaritus, Zaritus, Astus. Ja. Sobald wir sie mal im Nahkampf haben, wollte ich sagen. So. Die Wildschweine nehmen wir mit. Also ja, da sind noch ein paar Goblins. Und jede Menge Sehnen. Für uns wieder mal, die wir verkaufen können, weil wir haben genug Sehnen. So, und hier wächst ganz alleine einsam Belmart. So, und hier können wir nirgendwo oder weiter, deswegen. Ja, doch das Waffengift von Vorgrim wegmachen. So. Kurzbogen und ein Apfel. Ja, da sieht man zwar wieder, Goblins tragen die interessantesten Sachen mit sich rum. Hier können wir aber ein Stück weit lang. Aber da geht es nur an den Abgrund runter zum Fluss. Das heißt, wir müssen uns mit den nächsten Goblins anlegen. Erstmal den Schützen ausschalten. Meint ihr? Für Ardo! Sprich, Freund. Alles klar. Auf das! Bei aller Ostbahn! Okay, wer wird hier angegriffen?
wenn sie angegriffen wird, ist das halb so schlimm, weil sie kann ein bisschen was wegstecken und daraus teilen. So, okay. Das war für uns relativ knapp. Haben wir schon Schlingenfallen? Ja. Da wäre dies gesteckt. Gut. Wildschweinzähnchen. Mal gucken. Den Goblin haben wir ziemlich schnell umgehauen. Sanja. So. Das waren alle Goblins hier. Oh, das sieht dann auch nicht so schön aus. Das sieht... Halt, Söldner. Was ist denn jetzt schon wieder? Bereits Namen, was ist das? Sieht aus wie ein niedergemetzeltes Tier. Das waren gewiss diese widerwärtigen Goblins. Nicht auszudenken, wenn sie mir begegnen. Wir sollten schnell nach Talon weiter. Schnell. Ja. Oh, hier haben die Goblins eine Barrikade errichtet und sind verdammt viel... Oh Gott, und sogar eine Schamanin. Das ist nicht so gut. Ein Schwert, ein Wort. Alles klar. Die Sonne. Da holen wir uns lieber etwas mehr Hilfe und Unterstützung bei dieser Gruppe. So. Warten wir, bis ihr Astralenergie wieder voll ist. Ich versuche mein Bestes. So. Und dann geht's zum Angriff über. Gucken wir mal, wo ist die Schamanin? Da. Okay. Vorax. Sturm über Wasser. So, den Goblin weg. Na klar. So, das war eigentlich gar nicht mal so schwierig. Sprich, Freund. Das Waffengift mal wegmachen. Nüsse, den Rest nehmen wir mit. So, mal gucken, was hat die Schamanin dabei gehabt? Einbeersaft, Oglinsud. Hm, Immunität für Gifte, das ist immer nicht schlecht. So, weiter gucken. Apfel und Sehne ist für sie. Berserker hat noch so ein Ding dabei gehabt. Oh, Pfeile. Gut, das sollte es gewesen sein hier erst einmal. Und da ist auch schon Talon.
Also ja, wie man sieht, Talon ist eine abgesicherte Stadt. Ein kleines Dörfchen. Das Stadttor, endlich. Aber es scheint verschlossen zu sein. Folgt mir. Zum Dank für eure Hilfe sorge ich dafür, dass man auch euch nach Talon... Ja, die Quest haben wir abgeschlossen. Edelfrau Ingania. Das Stadttor von Talon ist verschlossen, aber eine Edelfrau wird man hier wohl einlassen. Meine Entscheidung, hier zu helfen, hat sich als gute Wahl herausgestellt. Wer weiß, was ich noch... Sonst hätte alles anstellen müssen, um in die Stadt zu kommen. Kommen wir hier hinten runter zu dem kleinen Ding hier? Ja. Mein Atem geht ruhig. So. Dann sammeln wir das und dann gehen wir zum Tor. Oglinsot, ja. Für den Fall, dass sich die Goblins mal selber vergiften. Halt! Talon befindet sich im Ausnahmezustand. Die grausamen Vorfälle der letzten Tage haben uns veranlasst, die Stadttore geschlossen zu halten. Ich bin die Edelfrau Ingania vom Berg und dies ist meine Leibwache. Bürgermeister Stiftwitz ist ein persönlicher Freund unseres Adelshauses. Er wird sicherlich sehr ungehalten sein, wenn er hört, dass du uns hast warten lassen. Lass uns endlich passieren. Leibwache, Edeldame? Vergib mir, edle, aber es ist gefährlich geworden im Tarnelholz. Ihr dürft passieren. Da wären wir also. Zu unser beider Vorteil. Hab Dank für alle Dienste. Hier, euer Sold. Falschen, das soll alles sein. Ich habe Leib und Leben für euch riskiert. Nein, wir tun lieber unser Glück mit ihr nicht mehr herausfordern. Naja, wird auch Zeit. Macht's gut. Ich denke nicht, dass mir euer Turmfall fehlen wird. Viel Glück noch, so Brennoir. Ihr werdet es sicher brauchen. Na, wenigstens wissen wir jetzt, dass die ganzen Reichen tatsächlich in Talon sein müssen. Wir sollten uns schnellstens die Parole organisieren. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind ja jetzt drin. Also wir haben Zugang zu Talon. Da unten sind noch Goblins. Goblin, Goblin-Berserker, Goblin-Berserker, Goblin. Angriff. So, erstmal auf die Fernkämpfer. Komm schon. Arg war das. Ja, der Zauber hatte ziemlich kurze Reichweite, der Kälteschock. Und sie braucht auch verdammt lang, um ihn zu sprechen. Vorax. Sprich. Aufgepasst. So, gut. Das waren die Goblins. Einbeeren. Sehnen und ein Kurzbogen und der Berserker hier noch. So. Eitriger Krötenschemel, ein Boot. Ansonsten ist hier allerdings nichts. Mein Atem geht ruhig.